Hier ist ein Urteil gesprochen worden, das zumindest äußerst zweifelhaft erscheint. Wir haben keine Möglichkeit, das Urteil anzufechten. In unserem Land gibt es ja kein Appellationsgericht. Ich weiß. Wir haben getan, was in unseren Kräften stand. Eingaben an das Ministerium, Rundschreiben. Ich habe Tausende von Unterschriften gesammelt. Warum? Weil ich glaube, dass der junge George Daly unschuldig ist. Sie glauben, Mr. Yelverton, das ist zu wenig. Sie haben recht. Man müsste wissen. Nur indem wir uns absolute Gewissheit verschaffen, können wir die Regierung aus ihrer Reserve locken. Ein Mann wie Sherlock Holmes, der könnte meinem Sohn helfen. Sherlock Holmes? Ja, indem er die Wahrheit herausfindet, wie er das in all ihren Büchern gemacht hat. Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Hier. Hier ist Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv. Eine Wachsfigur, wie Sie sehen. Eine Puppe aus dem Kabinett der Madame Tussaud. Und hat sie mir zur Begutachtung hergeschickt. Wollen Sie ihn um Hilfe bitten? Sir Arthur, Sie wissen doch, wie Mrs. Adalia es meint. Sherlock Holmes hat genauso viel Scharfsinn wie diese Figur hier, nämlich gar keinen. Denn er existiert nicht. Er hat auch nie existiert. Er ist eine Erfindung, ein Geschöpf der Fantasie. Wissen Sie, es gibt nämlich sehr viele Leute, die glauben, dass Sherlock Holmes wirklich lebt. Ja, er bekommt täglich Dutzende von Briefen in die Baker Street, die dann hierher weitergeleitet werden. Wir haben nicht den Umweg über die Baker Street gewählt. Wir haben uns direkt an Sie gewandt. Weil Sie mich mit diesem alten Wachskopf da identifizieren. Ich habe wichtigere Arbeiten geschrieben, Mr. Yelverton. Ich weiß, Herr Arthur. Trotzdem appellieren wir an Sherlock Holmes. Sie behaupten also, Ihr Sohn ist unschuldig? Ich weiß es. Ich weiß es so sicher, wie ich weiß, dass ich seine Mutter bin. Er ist unschuldig. Aber er wurde verurteilt. Zu 7 Jahren Zuchthaus. Und für sein Leben ruiniert. Er ist Jurist. Anwalt. Unnötig zu betonen, dass er seinem Beruf nie wieder nachgehen kann, wenn er nicht rehabilitiert wird. Was hat man ihm vorgeworfen? Man sagte, er habe auf gemeine Weise Tiere verstümmelt. Pferde und Kühe, die auf der Weide standen. Zuerst war das alles nur ein Gerücht, aber dann... Erzählen Sie. Es war am Morgen des 17. August 1903. Mein Mann war in der Kirche. Er ist Pfarrer. George war schon in seine Kanzlei nach Birmingham gefahren. Meine Tochter Maud und ich, wir machten gerade das Schlafzimmer. Da sahen wir sie kommen. An der Spitze Chefinspektor Campbell, Wachtmeister Robinson. Mills, Sie warten hier draußen. Hall, Sie bewachen die Hintertür. Robinson kommt mit ins Haus. Mrs. Idali, ich möchte Sie fragen, ob Ihr Sohn zu Hause ist. Nein. Nein, er ist nach Birmingham gefahren, in sein Büro. Wann? Mit dem Zug 7:20, wie jeden Morgen. Was wollen Sie denn von ihm? Ich darf doch eintreten. Ja, bitte. Wenn es sein muss. Mrs. Idali? Ja. Darf ich Sie bitten, mir die Kleidung Ihres Sohnes zu zeigen? Ja, natürlich, aber bitte, warum denn? Herr Inspektor, was ist denn vorgefallen? Heute Nacht hat es wieder einen Fall von Tierverstümmelung gegeben, auf einer Wiese, nur kaum 8 Minuten von hier entfernt. Einem Pony wurde der Bauch aufgeschlitzt. Und Sie glauben, dass George... Oh mein Gott, wie kommen Sie denn nur darauf? Darf ich die Bekleidung sehen, die Ihr Sohn gestern getragen hat? Ja, natürlich, da bitte. Oh, Herr Inspektor... Ich schwöre es Ihnen, Sie irren sich. Darf ich? Ja, aber hier ist... Die Betten sind ja noch gar nicht gemacht. Ich wusste doch nicht... Das schadet nichts. In welchem Bett schläft Ihr Sohn? Da drüben. Und hier? Da schläft mein Mann. Dann gehören diese Stiefel Ihrem Sohn? Ja. Schmutz. Morast. Noch feucht. Robinson! Inspektor? Gehen Sie zum Tatort zurück, nehmen Sie diesen Stiefel mit und vergleichen Sie damit die Fußspuren. Kann das Tier dann abtransportiert werden? Ja, veranlassen Sie das. Aber stellen Sie vorher noch ein Stück von dem Ponyfell sicher. Wir werden es vor Gericht brauchen. Wird gemacht, Inspektor. Herr Inspektor? Ja. An der Hose ist auch etwas Schmutz. Hat er diese Hose heute Nacht angehabt? Nein, er hat sie gestern getragen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Lassen Sie mich durch!
Es wird mir ja wohl gestattet sein, mein eigenes Haus zu betreten. Tut mir leid, Anweisung vom Inspektor. Schon gut, Robinson. Lassen Sie den Herrn Pfarrer eintreten. Guten Morgen, Herr Inspektor. Darf ich hören, was Sie zu mir führt? Ihr Sohn George steht unter dem dringenden Verdacht, wiederholt des Nachts weidendem Vieh, schwere Verletzungen mutwillig und bösartig beigebracht zu haben. Ich habe von den Vorfällen gehört, sie sind abscheulich. Aber Ihr Verdacht gegen meinen Sohn ist doch einfach absurd. Das wird sich zeigen. Wir sind gerade dabei, das Beweismaterial sicherzustellen. Der Mantel ist feucht. Tatsächlich, der Mantel ist feucht. Aber ich bitte Sie, feucht nennen Sie das? Vielleicht ein bisschen klamm? Ich finde, dass der Mantel feucht ist. Es hat geregnet heute Nacht, nicht wahr? Mein Sohn ist die ganze Nacht zu Hause gewesen. Wir schlafen schließlich im selben Zimmer. Ich hätte es auf jeden Fall merken müssen, wenn er weggeht. Aber warum sind seine Stiefel schmutzig und die Hose auch? Er hat gestern Abend noch einen Spaziergang gemacht. Ja, aber er war doch um 8:30 wieder zu Hause. Hier sind Flecke. Blutflecke, wie mir scheint. Ich weiß nicht, wie die an die Manschette gekommen sind. Dann wissen Sie sicher auch nicht, wie die Pferdehaare an den Mantel gekommen sind. Wie? Bitte? Wo sind denn da Pferdehaare? Hier! Das ist ein Fädchen, Herr Inspektor. Ein Wollfussel. Halt! Nicht anfassen! Nun, wir werden den Mantel genau untersuchen lassen. Hallo, Robinson! Haben Sie Spuren gefunden? Ja. Und ich habe sie genau mit den Abdrücken von diesem Stiefel verglichen. Sie stimmen überein. Aha. Ein Stück von dem Ponyfell habe ich auch mitgebracht. Gut. Packen Sie das alles sorgfältig mit dem anderen Beweismaterial zusammen für die gerichtsmedizinische Untersuchung. Das heißt, Ihr Messer? Danke. Sie sind sicher, dass Ihr Sohn in Birmingham ist? Natürlich. In seinem Büro. Danke. Auf Wiedersehen, Madam. Mein Sohn wurde noch am selben Tag verhaftet. Aber so wahr mir Gott helfe, er ist unschuldig. Das war also die Sicherstellung des Beweismaterials. Aber es müssen doch schon vorher Verdachtsmomente gegen Ihren Sohn vorgelegen haben. Gerüchte, Geschwätz, anonyme Briefe. Und das genügte? Dazu kamen die Vorurteile der Leute. Er ist ein ganz anderer Mensch als Sie. Zart, kränklich, raucht nicht, trinkt nicht, hat keine Freunde und eine andere Hautfarbe. Sein Vater ist aus Indien eingewandert, er ist dunkelhäutig. Da sprach der Leute ein Nigger. Und das Beweismaterial hat ausgereicht? Hier sind die Unterlagen. Bericht über die Gerichtsverhandlung. Sie waren ja in dem Brief, den Sie uns geschickt haben. Ja, wir haben sämtliche Zeitungsausschnitte gesammelt, die über den Prozess erschienen sind. Ich glaube, Sie können sich ein sehr gutes Bild daraus machen. Und nun denke ich, wollen wir Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie uns angehört haben. Es war sehr interessant, Mrs. Italy. Und Sie werden uns helfen. Das kann ich Ihnen frühestens sagen, wenn ich die Prozessberichte gelesen habe. Was wollten denn nun der Herr von den Bahamas und die Dame vom Lande? Nun ja, ich habe mich mit Ihnen unterhalten. Mehr fürchte ich, kann ich Ihnen nicht bieten. Wir werden Ihnen einen netten Brief schreiben, Bud. Ach, du willst kneifen? Hä? Warum lachen Sie? Es hört sich an wie das erste Kapitel eines Ihrer Bücher. Zwei Herrschaften kommen zu Sherlock Holmes und erzählen eine abenteuerliche Geschichte von einem unschuldig in Verdacht geratenen Verwandten. Ich bin aber nicht Sherlock Holmes, zum Donnerwetter. Was denken sich denn die Leute? Wo käme ich hin, wenn ich für jeden meiner Leser den Hasur spielen sollte? Du bist zur See gefahren, kandidierst für das Unterhaus. Du spielst Tennis, Cricket, boxst, fährst Autorennen. Hast du Angst, dich auf einmal zu blamieren? Beweise doch den Leuten, was du kannst. Sie haben Vertrauen zu dir. Wendet man sich an Ibsen, wenn einem die Puppenstube kaputt gegangen ist? Oder geht man zu Strindberg, wenn man Zweifel an seiner Vaterschaft hat? Verzeih, Ase. Aber dieser Vergleich ist albern. Das ist genauso albern, wenn man zu mir kommt und Sherlock Holmes meint. Hier. Das sind hier die Sherlock Holmes-Geschichten. Und das sind meine anderen Bücher. Das sind seriöse Arbeiten, versteht ihr? Das sind Arbeiten, mit denen ich den Menschen etwas zu sagen habe. Und das da ist doch eine pure Unterhaltung. In 50 Jahren spricht kein Mensch mehr von Sherlock Holmes und von Dr. Watson. Ich glaube, hier irren Sie sich. Sherlock Holmes hat Sie groß gemacht.
Erst durch ihn sind Sie wirklich berühmt geworden. Und ich möchte wetten, dass er Sie noch überlebt. Die ganze Welt liest heute seine Abenteuer. Seine Kombinationsgabe ist sprichwörtlich. Er ist edel, er ist anständig, er ist hilfsbereit. Und nicht so bockbeinig wie du. Er würde nicht lange überlegen, sondern diesen Leuten helfen. Falsch. Ganz falsch. Er würde erst einmal die Prozessunterlagen prüfen. Und das ist genau das, was ich jetzt tun werde. Wer mich in den nächsten 2 Stunden stört, wird geköpft. Dir müssen ja die Ohren geklungen haben, alter Junge. Edel und anständig. Rauschgiftsüchtig bist du, arrogant und überheblich. Du hast mich groß gemacht. Nicht umgekehrt, nein, 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 du bist der Held. Dein Scharfsinn ist sprichwörtlich. Gefällt dir, nicht? Ja, aber stimmt nicht. In Wirklichkeit bist du nämlich ein Hohlschädel, mein Lieber. Für dich ist es leicht, genial zu sein, aber vergiss nicht, es ist mein Geist, mit dem du blitzt. Ach, hol doch nicht deine Methoden. Ja, aber was Wahres ist dran. Du hast recht. Warum sollen sich die Methoden von Sherlock Holmes nicht auch im Leben bewähren? Jean Chedalier vor Gericht. Angeklagter, bitte stehen Sie auf. George Edalji, ich frage Sie. Bekennen Sie sich schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig, Euer Ehren. Es war kurz nach 6, ich war auf dem Wege zur Frühschicht. Da sah ich auf der Wiese das Pony liegen. Es hat fürchterlich geblutet. Was haben Sie dann getan, Mr. Garrett? Einen Schock habe ich gekriegt. Dann habe ich ein paar Leute gerufen und dann war auch schon die Polizei da. In der Nacht sind etwa 20 Polizisten Patrouille gegangen. Eine Vorsichtsmaßnahme. Es waren ja schon mehrere solche Fälle vorgekommen. Und was taten Sie, nachdem Sie das Pony untersucht hatten? Die Polizei hat in den letzten Monaten eine Unzahl von Briefen erhalten, in denen von Tiermisshandlungen die Rede war. In einigen dieser Briefe wurde der Name des Angeklagten erwähnt. Ich begab mich also in das Pfarrhaus von Great Valley, um nach Beweismaterial zu suchen. Als Polizeiarzt hatte ich die Aufgabe, die von Inspektor Campbell sichergestellten Gegenstände zu untersuchen. An der rechten Manschette des Mantels befanden sich 2 Flecken, die Blutspuren aufwiesen. An dem Mantel hafteten 29 Pferdehaare, die ich mit einer Fellprobe des Ponys verglichen habe. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist eindeutig. Die Haare an dem Mantel stammen ohne jeden Zweifel von dem misshandelten Pony. Für einen Schriftsachverständigen war es unschwer festzustellen, dass der Schreiber der anonymen Briefe bemüht war, seine Schrift zu verstellen. Ein Vergleich mit den Schriftzügen des Angeklagten ergibt jedoch mit zwingender Wahrscheinlichkeit, dass der Angeklagte die anonymen Briefe selbst geschrieben hat. Ich habe weder das Pony noch ein anderes Tier verletzt. Ich wäre dazu gar nicht imstande, ich sehe viel zu schlecht. Und was haben Sie am Abend des 16. und in der Nacht zum 17. August getan? Ich bin wie immer gegen 6 Uhr nach Hause gekommen. Ich bin danach nach Bridgetown gegangen, da ich noch zum Schuster musste. Da es aufgehört hatte zu regnen, habe ich noch einen Spaziergang gemacht und bin gegen 8:30 Uhr zum Essen zu Hause gewesen. Nach dem Abendbrot habe ich mich zurückgezogen und habe mein Schlafzimmer am nächsten Morgen erst verlassen. Und dies, hohes Gericht, ist auch das Motiv. Er wollte Aufsehen erregen. Die Anklage ist fest davon überzeugt, dass sich Edalji in den frühen Morgenstunden des 17. August aus dem Schlafzimmer seines Vaters entfernt hatte. Es regnete stark in dieser Nacht. An seinen Stiefeln, wie auch seinen Hosenaufschlägen, wurden Lehmspuren gefunden. An seinem Mantel befanden sich Blutflecken sowie Haare des misshandelten Ponys. Nach der Tat begab er sich nach Hause und legte sich wieder zu Bett, ohne seinen Vater im Schlaf zu stören. Hohes Gericht, in Anbetracht der Schwere des Verbrechens, beantragt die Anklage, die volle Härte des Gesetzes anzuwenden.
Na, was sagst du dazu, alter Junge? Ziemlich dubios, hm? Das finde ich auch. Was sagst du? Für dich wäre es eine Kleinigkeit, den Fall zu lösen? Ach, schneid doch nicht so auf. Deine Arroganz kennt wohl gar keine Grenzen. Hm? Du, wenn du so weitermachst, lasse ich dich wieder sterben. Also, Sherlock Holmes, was würdest du an meiner Stelle tun? Ist Edalie schuldig oder ist Edalie nicht schuldig? Wenn er nämlich schuldig wäre, dann... Richtig. Es ist ein großer Fehler, Theorien aufzustellen, ehe man nicht alle Tatsachen beisammen hat. Hm? Also werden wir uns die Tatsachen besorgen. Sir, haben Sie mich gerufen? Nein, ich habe mich mit Sherlock Holmes unterhalten. Ich möchte bloß wissen, was man ihm da für eine Pfeife in den Mund gesteckt hat. Sherlock Holmes braucht eine Tonpfeife, genau wie ich. Die Wachsfigur wurde uns ja zugestellt, damit wir diese Unstimmigkeiten korrigieren. Er beißt die Zähne zusammen, das ist typisch. Er besteht darauf, ein Eigenleben zu führen. Nein, im Ernst, mein lieber Watt. Das Ausmaß, in dem dieser Gentleman beginnt, eine Autorität zu werden, ist beängstigend. Ich habe mich vorhin selbst bei dem Gedanken ertappt, was er wohl in meiner Situation tun würde. Ist etwas schizophren, nicht wahr? Ach, in drei Teufelsnamen, behalt deine Pfeife. Wo ist eigentlich Jean? Die hat dir gerade den Tee aufgebrüllt. Oh, das ist reizend von dir. Aber ist denn niemand mehr da? Das ist schon fast halb zwölf. Halb zwölf, oh. Lasst euch bitte nicht stören. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf gut. Sie haben die Prozessberichte gelesen, Sir? Ja. Das Beweismaterial scheint ziemlich stichhaltig zu sein. Man müsste es nur mal überprüfen. Genau das sagt Sherlock Holmes auch. Können Sie sich noch eine Stunde Zeit nehmen, Dr. Watson? Ich möchte gerne noch ein paar Briefe diktieren. Selbstverständlich, Mr. Holmes. Holmes? Ja, Sie haben mich auch gerade Watson genannt. Habe ich das? Da Dr. Watson der Mitarbeiter von Sherlock Holmes ist, würde das logischerweise bedeuten, dass ich mich mit diesem alten Wachskopf da identifiziere. Pfui. Na, dann schreiben wir mal. Seine Hochwohlgeburt, Herrn Hauptmann Enzen, Polizeichef. Die Adresse finden Sie bei den Unterlagen. Sehr geehrter Herr Hauptmann, ich habe mich entschlossen, im Falle George Edalji noch einige private Ermittlungen durchzuführen. Ist Ihnen übrigens beim Lesen der Berichte etwas aufgefallen, was für die Unschuld des Angeklagten spricht? Zum Beispiel sein Geisteszustand? Wieso, Sir? Sein Geisteszustand ist doch vollkommen normal. Eben. Das ist das Merkwürdige. Die neuesten Belegexemplare. Spanisch, Portugiesisch. Ah, die chinesische Ausgabe vom Hund von Baskerville. Mhm. Japanische, Arabisch. Übrigens, in Arabien gehören die Sherlock Holmes Bücher jetzt zum amtlichen Lehrstoff der Polizeischule. Na, da müsste ich ja bald zum arabischen Ehrenwachtmeister ernannt werden. Damit sind sie nach meinen Berechnungen in mehr Fremdsprachen übersetzt worden als irgendein anderer Autor. Na, hast du gehört, alter Junge? Ich danke dir. Jean! Schön, dass du gekommen bist. Guten Morgen, Miss Jean. Guten Morgen, Mr. Wood. Darf ich dir einen Sherry eingießen? Gerne. Hm? Hast du eigentlich schon was Neues in der Edalji-Sache gehört? Ja, die ersten Antworten auf meine Briefe sind gekommen. Hauptmann Enzen, der verantwortliche Polizeichef, der fühlt sich etwas auf den Schlips getreten. Aber er will mir Einblick in die Unterlagen gewähren. Und was hältst du von Edalji? Ist er schuldig? Ja, ich weiß noch nicht. Immerhin bestätigt mir der Gerichtspsychiater, dass er geistig völlig normal ist. Und das hältst du für wichtig? Oh ja. Nur ein Geisteskranker würde solche Verbrechen begehen und sich gleichzeitig mit anonymen Briefen denunzieren. Prost. Na, aber mal raus mit der Sprache. Du hast doch was auf dem Herzen. Ne? Du platzt ja förmlich. Hast du schon die Londoner Morgenzeitung gelesen? Aber mein Liebes, wie sollte ich? Du weißt doch, dass die Zeitungen hier draußen immer erst mittags kommen. Hier. Donnerwetter. Der zu 7 Jahren Zuchthaus verurteilte George Edalji wurde gestern nach Verbüßung von 3 Jahren aus der Haft entlassen. Ist das nicht wundervoll? Sie haben gemerkt, dass du dich des Falles annimmst und schon machen sie den Rückzieher. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es geht etwas zu reibungslos. Finde ich auch. Ja, Sanders?
Verzeihung, Sir Arthur. Yelverton, herein mit ihm. Sir Arthur, was bitte? Verzeihen Sie die ungewöhnliche Stunde, Sir Arthur. Bitte, mein Sekretär kennen Sie ja. Das ist Miss Jean Leckie, meine Braut. Sehr erfreut. Ich nehme an, Sie kommen wegen des Zeitungsartikels. Ein Skandal. Oh, erlauben Sie. Die werden Sie noch brauchen. Vielen Dank. Skandal. Das verstehe ich nicht, Mr. Yelverton. Freuen Sie sich denn gar nicht? Das kommt auf die Umstände an, unter denen er entlassen wurde, Jean. Das verstehe ich nicht. Er wurde ohne jede Umstände entlassen. Einfach so. Das Gefängnistor ist offen, raus mit dir. Keine Rehabilitierung, keine Begnadigung, nicht einmal eine Erklärung. Das ist allerdings sehr seltsam. Urteil würde nicht revidiert und die Strafe nicht gelöscht. Also schuldig und unschuldig zugleich. Aber er ist frei. Und das ist schlimm, Miss Leckie. Denn so wie Sie werden alle reagieren. Wer? Öffentliche Meinung. Unser einziger Bundesgenosse. Ein genialer Schachzug. Man streut der Öffentlichkeit Sand in die Augen und nimmt allen, die für seine Rehabilitierung kämpfen, den Wind aus den Segeln. Mir nicht, Mr. Yelverton. Ich möchte George Edalji kennenlernen. Das ist genau das, worum ich Sie bitten wollte. Ich habe mir sogar erlaubt, George Edalji mitzubringen, nicht wahr? Sie wissen? Ihre Fahrkarte, die Ihnen eben herausgefallen war, ist für zwei Personen ausgeschrieben. Wen anders hätten Sie mitbringen sollen als George Edalji? Ich nehme an, er wartet draußen in der Halle. Ja. Sie sind nicht nur hochgradig kurzsichtig, Sie leiden auch an einer Hornhautverkrümmung, nicht wahr? Ja, Sir Arthur. Als ich noch Arzt war, habe ich mich eine Zeit lang auf Augenkrankheiten spezialisiert. Tragen Sie keine Brille? Oh nein, ich bin schon bei verschiedenen Augenärzten gewesen. Sie sagen alle, es gibt keine geeigneten Brillengläser für mich. Hat man Ihnen eigentlich keine Erklärung gegeben, weswegen Sie aus der Haft entlassen wurden? Nein. Ich wurde zum Gefängnisdirektor gerufen, der sagte mir, dass ich gehen konnte. Das war's. Das macht die Sache sehr schwierig für Sie. Oh ja. Im Gefängnis wusste ich wenigstens, woran ich war. Unschuldig verurteilt ist zwar nicht sehr angenehm, aber doch mehr oder weniger klar. Aber jetzt, die Leute halten mich weiter für einen Verbrecher. Ich bin verfemt. Meine Familie wird angefeindet. Und aus der Anwaltskammer bin ich auch ausgeschlossen. Abgesehen davon könnte ich wohl kaum meinen Beruf ausüben, solange ich unter Polizeiaufsicht stehe. Aber glauben Sie mir, Sir Arthur, ich bin unschuldig. Glaubst du, dass er unschuldig ist? Ich glaube es nicht, nur ich weiß es. In dem Augenblick, als ich ihn zum ersten Mal sah, wusste ich, dass er unschuldig ist. Da war es, Sir. Aha. Wood, bringen Sie eine Schaufel und eine Tüte mit. So, hier war das also. Ja. Sie können sich also genau entsinnen, dass hier das Pony gelegen hat. Ja, Sir. Sowas vergisst man nicht. Der Baum hier und der Weg. Und Sie sagen, es war 20 nach 6, als Sie das Tier entdeckten. Ja, Sir. Aber im August ist es um diese Zeit doch schon ziemlich hell. Warum haben die Polizisten es nicht schon vorher bemerkt? Der Nebel, Sir. Und außerdem... Außerdem? Das ist es ja gerade... Was ich immer sage, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Es war immer dasselbe. Immer wenn so ein Tier massakriert wurde. Er ist gekommen und gegangen wie ein Schatten. Husch, wie ein Gespenst. Na, das passt doch alles zusammen. Womit passt das zusammen? Haben Sie diesen Edalji denn niemals richtig angeschaut? Da kriegen Sie es Grusel. Der hat eine Art, einen anzublicken. Der scheint einen gar nicht wahrzunehmen, obwohl er einem direkt ins Gesicht sieht. Nee. Mit dem stimmt was nicht. Was macht denn der da? Er nimmt eine Erdprobe. Das hat nämlich eure famose Polizei vergessen. So, und jetzt führen Sie uns bitte zum Schuster vom Brettstaun. Kommen Sie, Sir. Mein Mann ist zu Hause. John, da ist ein Herr. Der schreibt ein Buch über diesen Edalji. Der möchte dich was fragen. Ah, ja. Na, ist gut, dass sich endlich jemand darum kümmert. Kommen Sie, Sir, setzen Sie. Dankeschön. Dann setzen Sie sich. Vielen Dank. So kann es ja nicht weitergehen. Was denn bitte? Na, wissen Sie das noch nicht? Man hat ihn doch wieder freigelassen. Ja. Man wagt sich kaum auf die Straße nachts. Vor allem die jungen Mädchen. Bitte? Ja. Wenn er rauskommt aus dem Gefängnis, sagt man, dann wird er die jungen Mädchen angreifen mit seinem Messer. Ja, so ist das. Sind Sie wahnsinnig? Wer hat denn das behauptet?
Hat er doch selbst angekündigt in einem von diesen Briefen. Ja, ja, da steht's drin. Am Abend vor der Tat war er doch bei Ihnen, nicht wahr? Ja. Wann war das? Kurz vor 7. Und danach? Hat er irgendwas von einem Spaziergang angedeutet, den er noch machen wollte? Ja, ja. Ja, weil das Wetter besser geworden war und er erst um 8:30 zum Essen nach Hause musste. Ja, dahin ist er gegangen, Richtung Wald. Hat wohl nach 9 Opfern Ausschau gehalten. Mhm. Was glauben Sie wohl, warum er eigentlich diese armen Tiere so zugerichtet hat? Das wissen Sie nicht? Nein. Er ist doch ein Heide. Ja, wenigstens ein halber Heide. Naja, sein Vater ist Pfarrer. Weiß der Himmel, wie so ein Schwarzer in unserer anglikanischen Kirche überhaupt ein Geistlicher werden kann. Aber George, der hat's mit anderen Mächten. Die Tiere, die er geschändet hat, sind Opfer. Sind Opfer für seine Götter. Das können Sie ruhig erwähnen in dem Buch, was Sie da schreiben. Wir wissen, was wir wissen. Mhm. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war Conan Doyle, der Mitarbeiter von Sherlock Holmes. Sir, ich darf Sie bitten, mir zu folgen. Bitte? Sir Inspektor Campbell. Hm. Bitte. Hier ist die Adresse. Ich habe schon alles Nötige veranlasst, Sie brauchen bloß die Erdproben abzugeben. Und in 3 Stunden, denke ich, können Sie wieder zurück sein. Chemisches Laboratorium Dr. Sinclair Birmingham. Wird gemacht. Mr. Holmes. Alles Gute, Dr. Watson. Ich habe Ihnen mitgeteilt, dass ich Ihnen jederzeit zu einer Unterredung zur Verfügung stehe. Aber dass Sie auf eigene Faust Erkundigungen in unserer Gemeinde anstellen, das verwundert mich offen gestanden, Sir Arthur. Sie mögen die Edaillis nicht, Hauptmann. Wie kommen Sie drauf? Ich habe nichts gegen die Edaillis, gar nichts. Trotzdem hielt ich es für besser, wenn Sie dort geblieben wären, wo Sie hingehören, im indischen Dschungel. Bitte? Wo gehen wir denn hin, Sir Arthur? Wenn sich alle Kolonialvölker in England einnisten wollten. Unsere Insel ist ein wenig zu klein dazu, finde ich. Es sind Fremde, ein anderer Menschenschlag. Außerdem fällt es ihnen schwer, sich hier anzugewöhnen. Die Edaillis leben schon seit mehr als 30 Jahren hier. George Edaillie wurde hier geboren. Aber das ändert doch nichts. Also, Sir Arthur, was kann ich für Sie tun? Ich habe die Absicht, hier einige Ermittlungen durchzuführen, auf eigene Faust. Sollten Sie mir hierzu Ihre Genehmigung verweigern, Hauptmann Anson, müsste ich mich an eine höhere Stelle wenden. Wie Sie wünschen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Inspektor Campbell. Vielen Dank. Für den Augenblick weiß ich genug. Guten Tag. An den schwarzen Seelenfänger, der sich Pfarrer nennt. Ihre Frau ist eine Diebin, Ihre Tochter ist eine Dirne. Und hier, verschwinden Sie endlich. Für Nigger ist kein Platz bei uns. Und so geht das weiter. In diesem Ton sind Sie alle geschrieben. Das sind ja Dutzende und Aberdutzende von Briefen. Es ging ja 3 Jahre, Sir. Von 1893 bis 96. Hier, und dieser, das war dann der letzte, der kam aus Blackpool. Ja, und dann war Schluss. Ja. Und 7 Jahre später fingen die Tierverstümmelungen an. Ja, und dann bekam die Polizei die anonymen Briefe. Ja, können Sie mir ein paar von diesen Zetteln überlassen? Gern. Ja, natürlich, so viel Sie wollen. Ja, aber haben Sie sich denn damals nicht an die Polizei gewandt? Natürlich, einige Male. Aber es waren ja gar nicht diese schrecklichen Briefe allein. Man hat uns Müll auf den Rasen geschüttet, rostige Löffel in die Blumenbeete gesteckt. Einmal fanden wir einen Schlüssel auf der Türschwelle. Er gehörte zum Gymnasium in Walsall. Ja. Der Schuldirektor, der hat auch Schmähbriefe bekommen. Nicht so viele wie wir, aber... Naja, und was hat die Polizei getan? Nichts. Hauptmann Anson war der Meinung, dass George diese Briefe geschrieben hätte. Das ist einfach grotesk. 2-mal wurden Briefe unter der Tür durchgeschoben, während er nachweislich im Hause war. Haben Sie das Hauptmann Anson mitgeteilt? Natürlich. Hier ist seine Antwort. Ich möchte Ihnen schon jetzt sagen, dass ich nicht beabsichtige, irgendwelchen Beteuerungen zu glauben, die Ihr Sohn über die Angelegenheit abgeben mag. Das ist ja unglaublich. Im Auftrag von Sir Arthur wurde das polizeilich sichergestellte Beweismaterial in einem Laboratorium noch einmal gründlich untersucht. Die Genehmigung des Gerichtes?
Liegt vor. Wie ist das Ergebnis, Wood? An keinem der Rasiermesser von Mr. Idalgi waren Blutspuren festzustellen. Unerheblich. Das war schon bekannt. Die Flecken am Ärmel des Hausmantels, die die Polizei für Blutflecken gehalten hat, stammen vermutlich von Bratensaft. Vermutlich. Es können aber auch Blutflecken sein. Nach dieser Analyse ist das ziemlich unwahrscheinlich. Bitte weiter, Wood. Die Schmutzspuren an Hose und Stiefel wurden mit Erdproben verglichen, die wir an Ort und Stelle entnommen haben. Der Vergleich ergibt, dass der Schmutz von Hose und Stiefel aus der Gegend stammt, in der Mr. Idalgi seinen Abendspaziergang gemacht hat. Na also, das ist doch ein schlüssiger Beweis, Hauptmann. Was ist denn das? An einem der Stiefel befinden sich Spuren von dem Wiesenboden, an dem das Pony gelegen hat. An einem der Stiefel? Darf ich mal sehen? Schade um Ihre schöne Beweisführung. Er war also doch bei dem Pony. Ja, aber wie ist er denn da hingekommen? Auf einem Bein hin und her gehopst? Jedenfalls sind die Lehmspuren da. Aber nur auf einem Stiefel. Wachtmeister Robinson. Ja, Sir? Sie haben doch am Tatort nach den Fußspuren gesucht. Ja, Sir. Ich habe auch Abdrücke gefunden. Von beiden Füßen. Er ist nicht gehopst. Wie haben Sie festgestellt, dass es sich um Idalgis Spuren handelte? Auf experimenteller Basis, Sir. Ja, und wie? Ich habe einen von Idalgis Stiefeln genommen und in den Lehm gedrückt und... Und? Und die Fußspuren miteinander verglichen. Aha. Dankeschön. Hauptmann Enzen, ich glaube, jetzt wissen wir, wie die Lehmspuren an den einen Stiefel gekommen sind. Sie sind ein Rindvieh, Robinson. Und was haben Sie noch, Wood? Einen Bericht über die Untersuchung der Pferdehaare, die man an Idalgis Mantel gefunden hat. Ja. Ich kann es mir nicht erklären, Sir. Die Pferdehaare stimmen tatsächlich mit der Fellprobe überein. Was? Dafür kann ich es umso besser erklären. Vielleicht hat er andere Stiefel angehabt. Jedenfalls ist er bei dem Pony gewesen. Nun... Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Ihren weiteren Ermittlungen, Sir Arthur. Vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung, Hauptmann. Das ist eine Blamage. Ich würde das nicht so ernst nehmen, Sir Arthur. Der Beweis ist Ihnen doch schon fast geglückt. Fast. In diesem Falle bedeutet fast so viel wie gar nicht. Mit diesen verflixten Pferdehaaren, da steht und fällt unsere ganze Beweisführung. Ja! Ja! Sie haben doch ein Stück von dem Pferdefell sichergestellt. Ja, Sir. Was haben Sie damit gemacht? Es wurde für die gerichtliche Untersuchung benötigt. Was haben Sie damit gemacht? Ich habe es zusammen mit den anderen Beweisstücken zur Wache gebracht. Und wie haben Sie das gemacht? Wir haben für diesen Zweck Sisalsäcke. Ah, Sie haben also die Fellprobe und den Mantel in denselben Sack gesteckt. Ja, Sir. Und so, mein geschätzter Hauptmann, sind die Pferdehaare an den Mantel gekommen. Sie sind ein Rindvieh, Robinson. Sie wiederholen sich, Inspektor. Schon der erste Anblick, den ich von Mr. George Idalgi hatte, genügte, um mich von der extremen Unwahrscheinlichkeit zu überzeugen, dass er die Verbrechen begangen haben sollte, für die er schuldig erklärt wurde. Während er auf mich wartete, las er in einer Zeitung. Er hielt dabei die Zeitung ganz dicht vor seine Augen und etwas seitwärts, was bewies, dass er nicht nur an einer hochgradigen Kurzsichtigkeit, sondern auch an einer Hornhautverkrümmung litt. Können Sie mitkommen? Ja. Der Gedanke, dass ein solcher Mann sorgsam auf der Hut vor patrouillierenden Polizisten nachts über die Felder streift und weidendes Vieh überfällt, dieser Gedanke mag einem jeden absurd erscheinen,
der sich vorstellen kann, wie die Welt für einen aussieht, der an einer Kurzsichtigkeit von 8 Dioptrien leidet. Neuer Absatz. Ebenfalls beim ersten Anblick erkannte ich die Gründe, die ihn hatten in Verdacht geraten lassen. Mit seinen hervorquellenden Augen, seinem starren, leeren Blick, seiner dunklen Haut muss er der primitiven Landbevölkerung, fremdartig und merkwürdig erschienen sein. Was schreibt er denn da? Der meint wohl am Ende, dass der Idalie unschuldig ist. Es ist leicht, die Vorurteile der ungebildeten Landleute zu verstehen. Es ist jedoch nicht leicht, einen englischen Gentleman zu entschuldigen, den verantwortlichen Polizeichef, der seine Antipathie gegen die Edalies über Jahre gehegt und gepflegt und die ganze Polizeitruppe damit infiziert hat. Seine Exzellenz lässt bitten. Sir Arthur, nett, dass Sie kommen. Wie geht es Ihnen? Darf ich mir zufrieden? Bitte. Zigarren? Danke, dürfte ich... Oh ja, Sherlock Holmes auch. Pfeife. Hier bitte. Danke sehr. Tolles Aufsehen haben Sie da, Herr Reed. Finden Sie? Ich möchte ganz offen sein. Ihr Verhalten hat mich sehr enttäuscht. Weil ich für einen unschuldig verurteilten Partei ergriffen habe? Nicht die Tatsache. Die Art und Weise, wie Sie es getan haben. Eine Polemik in der Öffentlichkeit. Sie wissen so gut wie ich, dass Ihr Wort in unserem Lande großes Gewicht hat. Ich bin darüber sehr froh. Seit Erscheinen Ihrer Artikelserie wird das Ministerium mit Briefen überflutet. Man verlangt, dass die Regierung in dieser Sache tätig wird. Na, genau das wollte ich erreichen. Sie haben sich große Verdienste um unser Land erworben. Nicht der Rede wert. Im Burenkrieg sind Sie in die Bresche gesprungen. Ihre Rechtfertigung der britischen Politik während des Burenkriegs verdient große Bewunderung. Sie haben damit dem Namen Englands in Europa wieder Klang gegeben. Es war nötig zu tun, also habe ich es getan. Man hat es Ihnen gedankt. Sie wurden dafür geadelt. Ich habe mir nie etwas aus dem Titel gemacht. Warum erwähnen Sie das? Es betrübt mich, dass Sie sich jetzt in einer Polemik gegen die Regierung stellen. Warum, Sir Arthur? Aus dem gleichen Grunde. Es war nötig zu tun. So, es war nötig. Die Haltung des Innenministeriums im Fall Edalie aber ist erschreckend. Wir wenden uns daher an die Öffentlichkeit und fragen die Bürger von Großbritannien, ob das so weitergehen darf. War das nötig? Hätten Sie sich nicht direkt an mich wenden können? Pardon, das ist geschehen. Mr. Yelverton hat mehrmals geschrieben. Seine Eingaben blieben bis heute ohne Antwort. Wir haben geantwortet, indem wir Italien freigelassen haben. Aber ohne sein Urteil zu revidieren. Er ist zwar frei, aber schuldig. Wo ist da die Logik? Wir sind die Hände gebunden. Das Urteil ist rechtskräftig. Geben Sie ihm ein neues Verfahren. Dafür gibt es nach den bestehenden Gesetzen keine Handhabe. Dann machen Sie ein neues Gesetz. Warum zum Teufel verbeißen Sie sich so in diese Geschichte? Wirklich, Doyle. Sie messen der Sache zu viel Gewicht bei. So groß war der Fall ja nun auch wieder nicht. Exzellenz, Gerechtigkeit gibt es nicht in großen und kleinen Portionen. Einen Bock zu schießen kann jedem Gericht passieren. Aber Unrecht auf sich beruhen zu lassen, trotz besserem Wissen, das, Exzellenz, ist eine Beleidigung des menschlichen Geistes. Also gut. Gut. Wir werden einen Weg finden. Der Fall wird geprüft. Ich werde eine Untersuchungskommission einsetzen. Danke Ihnen. Zufrieden? Absolut. Lieber Sir Arthur, ich kenne einige zu allem entschlossene Männer, die einen heiligen Eid auf die Bibel geschworen haben, ihnen Leber und Nieren aus dem Leibe zu schneiden. Vom Scotland Yard weiß ich aber auch, dass sie zum Lord erhoben werden, wenn sie dem Innenminister schreiben, dass Edalie doch schuldig ist. Was ist nun besser, Lord zu werden oder Leber und Nieren zu verlieren? Einer, der es gut mit ihnen meint. Eine glatte Morddrohung, Sir. Das ist ja großartig. Das ist ja dieselbe Schrift. Ja, und schon der vierte Brief dieser Art. Ja, diese Briefe sind ein Geschenk des Himmelswort. Wir werden den wahren Täter ermitteln. Und dann muss uns die Untersuchungskommission recht geben. Wie wollen Sie den denn finden? Hier, mit diesen Briefen verrät er sich. Ein geistesgestörter Hanswurst. Dreimal hat er seine Feder gewetzt.
Das erste Mal in den Jahren 93 bis 95, als er seine Kampagne gegen die Edalis losließ. Dann, nach 7 Jahren Pause, kamen die anonymen Briefe an die Polizei. Und jetzt bin ich dran. Was schließen Sie daraus? Kombiniere, er weiß, dass Sie sich für Edali einsetzen. Der fürchtet, das ist offensichtlich, aber nicht im geringsten aufschlussreich. Und was meinen Sie? Nun, die 7 Jahre Pause. Glauben Sie, dass ein Verrückter über Nacht eine ihm lieb gewordene dumme Gewohnheit aufgibt? Nein. Er hat aber aufgehört, seine Schmierereien an die Edalis zu schicken. Und zwar sehr plötzlich, im Dezember 1895. Sein letzter Brief kam aus Blackpool. Hat er da Urlaub gemacht? Im Winter? Blackpool ist nicht nur ein Ferienparadies, sondern auch ein Hafen. Hier, bitte. Wo sind die anonymen Briefe, die uns der Gymnasialdirektor von Walsall zur Verfügung gestellt hat? Hier im oberen Teil. Ah ja, ja, hier. Sie gemeiner, liederlicher Federfuchs, das war so frei wie das Meer, so aufregend wie die offene See, so widerlich engstirnig sind Sie und Ihre ganze verfluchte Schule. Ja, oder hier, die Freiheit der Ozeane ist Großbritanniens Stärke, nicht die Kerkerhaft eines stinkenden Gymnasiums. Es ist offensichtlich, der Mann liebt die See. Sein letzter Brief kam aus Blackpool. Also? Kombiniere, er hat im Dezember 95 angeheuert. Und das ist unsere Spur. Wo nehmen wir sie auf? In Blackpool. Natürlich im Gymnasium von Walsall. Ich habe Ihren Brief aufmerksam gelesen, Sir Arthur. Sie suchen einen ehemaligen Schüler dieser Anstalt, der erstens einen besonderen Groll gegen mich hegt, zweitens von Geburt an bösartig ist, drittens Ende 1895 zur See gegangen ist. Das ist vielleicht eine etwas knifflige Aufgabe. Im Gegenteil. Es gibt nur einen, auf den diese Beschreibung passt. Er war nur 2 Jahre auf der Schule, dann mussten wir ihn ausweisen. Er hatte eine Vorliebe für Taschenmesser. In Eisenbahnabteilen hat er die Polster aufgeschlitzt. Er hat im Waschraum die Vorhänge zerfetzt. Das könnte er sein. Was ist aus ihm geworden, nachdem Sie ihn von der Schule verwiesen haben? Er ging zu einem Schlachter in die Lehre. Später fuhr er dann zur See. Und wie ist sein Name? Ephraim Jones. Ephraim Jones. Kennen Sie auch seine Adresse? Leider weiß ich nicht, wo er sich jetzt aufhält. Da fragen Sie am besten mal im Bridgetown nach. Möglich, dass man es dort weiß. Mhm. Ah. Ich glaube, da warten 2 Herren auf uns. Verzeihen Sie, Sir Arthur. Na, was haben Sie denn auf dem Herzen? Uns ist zu Ohren gekommen, Sir, dass Sie wieder hier sind. Sir. Die Polizei ist etwas um Ihre Sicherheit besorgt, Sir. Ach, warum denn? Sie haben sich mit Ihren Artikeln im Daily Telegraph nicht nur Freunde geschafft. Ja, vor allem nicht Hauptmann Edson. Nun ja, er war über Ihren Bericht sehr aufgebracht. Das kann ich mir denken. Er soll sich das lieber zu Herzen nehmen. Ach, würden Sie mal bitte den Motor anlassen, ja? Robinson, jedenfalls habe ich Anweisung, Sie zu begleiten, solange Sie sich in unserem Amtsbereich aufhalten. Ach, nur zu Ihrer Sicherheit, Sir. Gehen Sie mal weg, Sie Schwächling. Ich hoffe, Sie haben vollstes Verständnis für diese Maßnahme. Ja, komm, dann sehen Sie mal zu, wie Sie für meine Sicherheit sorgen. Mr. Doyle, das ist Mrs. Smolkin. Nett, dass Sie gekommen sind, Mrs. Smolkin. Na, hoffentlich gibt das keinen Ärger. Aber meine Frau musste Sie ja rufen. Sei doch endlich still. Na, hinter dem Rücken der Polizei. Mrs. Smolkin, Sie waren mit der Familie Jones gut bekannt, wie ich gehört habe. Sie meinen mit Ephraim? Ja. Da habe ich mich schon all die Jahre gewundert, dass mich niemand nach ihm gefragt hat. Aber dann wurde ja der junge Edalie verhaftet und dann habe ich mir gesagt, es wird schon seine Richtigkeit haben. Besser wäre es, wir würden es dabei belassen. Hinter dem Rücken der Polizei. Was haben Sie denn nun mit Ephraim Jones erlebt? Also das war im Jahr 1903. Und da gab es doch hier überhaupt nur ein Gesprächsthema, diese Tierschindereien. Und darüber kam ich auch mit Ephraim ins Gespräch. Also ich sage Ihnen, der wurde ganz eifrig bei dem Thema. Das hat ihn geradezu aufgewühlt und dann sagte er mir, er wisse ganz genau, mit was für einer Waffe die Tiere verletzt würden. Jawohl, mit einer Pferdelanzette. Ja, das ist so ein langes Ding mit einem scharfen Knubbelende. Er hat mir sogar eine gezeigt. Ach,
Pferdelanzette. Ja. Und wo hatte er die her? Er ist doch früher zur See gefahren, mit einem Viehtransporter. Da hat er sicher so ein Ding mitgenommen. Ja, und wo er sich augenblicklich aufhält, das wissen Sie nicht. Ich glaube, irgendwo in Birmingham. Ja, denken Sie, seine Eltern wüssten seine Adresse? Nein, er sagt's nicht. Dann erscheint er plötzlich wie ein Schatten für 2-3 Tage und dann ist er wieder weg. Diese Pferdelanzette, existiert die noch? Ja, doch. Die liegt irgendwo auf dem Küchenschrank. Ach, Mrs. Morking, glauben Sie, dass Sie mir vielleicht diese Pferdelanzette besorgen könnten? Ach so, na ja, also, oh, ich könnte es ja mal versuchen. Na, 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 hinter dem Rücken der Polizei, das grenzt ja fast an Diebstahl. Aber Sir, es wäre doch nicht nötig gewesen. Mrs. Morking, kennen Sie die halb verfallene Brücke an der Straße nach Walsall? Ja, ja, die kenne ich. Ich habe dort hinter dem Haus mein Automobil abgestellt. Ich möchte nicht, dass die Polizei mich bemerkt. Können wir uns dort heute Abend treffen, vielleicht um 10 Uhr? Ist gut, Sir. Und noch etwas. Vielleicht finden Sie im Hause auch eine Schriftprobe von Ephraim Jones, irgendeinen Brief oder etwas. Hm? Ich verstehe. Meine Herren, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mrs. Morkin. Auf Wiedersehen. Das ist ja die reine Verschwörung. Ich wusste, was Sie vorhaben in meinem Hause. Vor allem möchte ich mir bei Ihnen ein paar Schuhe kaufen. Schuhe? Handgemachte Schuhe. Teure Schuhe. Sozusagen hinter dem Rücken der Polizei. Da habe ich vielleicht gerade was da. Ich nehme an, das wird sein Gewissen beruhigen. Ja. Das dürfte Ihre Größe sein. Aha. Hab sie mal für Förster Wilkie angefertigt. So. Aber ehe er sie tragen konnte, war er tot. Aha. Passt. Passt. Das ist aber doch keine Frau. Das ist Inspektor Campbell. Guten Abend, meine Herren. Ah, das Auge des Gesetzes. Schönes Versteck. Dachte mir doch gleich, dass Sie noch nicht nach Hause gefahren sind. Sie hatten es ja so eilig, Sir. Nun, ich nahm an, dass die Polizei uns nur ungern behilflich sein wollte. Sie unterschätzen die Polizei, Sir. Ich habe Mrs. Malkin getroffen. Sie lässt Sie grüßen. Sie hat mir eine Menge erzählt. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, Inspektor. Aber vergessen Sie eines nicht. Ich habe nur die Arbeit nachgeholt, die Sie vor 3 Jahren hätten leisten sollen. Verstehe. Ich glaube nur, dass Hauptmann Anson Ihren Standpunkt nicht teilen wird. Hier, das soll ich Ihnen übergeben. Was denn? Diese Pferdelanzette. Ach, Mrs. Malking hatte Angst, bei Nacht durch den Wald zu gehen. Es scheint mir ziemlich klar, dass die Tiere nur mit einem solchen Instrument verletzt werden konnten. Alle Verletzungen waren oberflächlich. Die Haut, Muskulatur. Ja, ja, und so natürlich. Weiter. Jedes andere Messer hätte wenigstens in einigen Fällen tiefere Wunden verursacht. Leider wusste ich damals noch nicht, dass es überhaupt solche Instrumente gibt. Hier, die Schriftprobe von Ephraim Jones, die Mrs. Malking Ihnen besorgen sollte. Also, Inspektor, ich muss Ihnen gestehen, dass mich noch nie jemand so überrascht hat wie Sie. Bitte nicht, Inspektor. Ich mache hier nur ganz privat einen Abendspaziergang. Also dann, gute Heimfahrt, meine Herren. Herzlichen Dank. Ach, Inspektor. Ja? Welche Schuhgröße haben Sie? 42. 42? Na, das ist ja wunderbar. Ich habe nämlich durch Zufall ein ganz neues Paar in der Größe 42, das mir leider nicht passt. Ach, kommen Sie doch mal bitte mit zu meinem Automobil, ja? Wann hat denn die Untersuchungskommission deinen Bericht bekommen? Vor 8 Tagen. Und was glaubst du, wie werden die Hohen Herren beschließen? Die haben gar keine andere Wahl. Ein neues Verfahren für George Vidalier, in dem er freigesprochen werden muss. Und gleichzeitig Haftbefehl gegen Ephraim Jones. Was ist eigentlich aus der Schriftprobe von diesem Jones geworden? Die habe ich zusammen mit den anonymen Briefen an Dr. Lindley Johnson geschickt. Die erste Kapazität Europas. Und sein Gutachten? Na, wenig anders zu erwarten. Ephraim Jones hat auch die anonymen Briefe geschrieben. Ja, bitte? Mr. Yelverton, Sir. Ich lasse bitten. Mr. Yelverton, Sie sehen ja so bedrückt aus. Unangenehme Nachrichten.
Der Bericht der Untersuchungskommission. Ich nehme an, dass Sie die Post erst morgen bekommen. Ja, was ist denn los? Erzählen Sie. Die Kommission bestätigt, dass Edalie zu Unrecht verurteilt wurde. Andererseits sieht die Kommission keine Veranlassung daran zu zweifeln, dass Edalie diese anonymen Briefe selbst geschrieben hat. Voraussetzend, dass Edalie unschuldig ist, wird festgestellt, dass er bis zu einem gewissen Grad an seinem Unglück selbst die Schuld trägt. Eine Haftentschädigung wird nicht gezahlt. Und er bekommt kein neues Gerichtsverfahren? Nein. Saunders, Mantel, Hut und Regenschirm. Um Gottes Willen, was hat er denn? Aber ich sage Ihnen, Sie müssen sich vorher anmelden. Ich glaube nicht, dass Mr. Gladstone... Und Mr. Gladstone ist für mich zu sprechen. Ja, aber... Also gut, ich werde den Herrn Minister fragen... Wenn Sie einen Mord verhüten wollen, gehen Sie zur Seite. Exzellenz, das ist eine Perfidie. Ah, Sir Arthur, ich hatte mit Ihrem Besuch fast gerechnet. Darf ich mich erkundigen, was sich die von Ihnen eingesetzte Untersuchungskommission gedacht hat? Sie hat die eingereichten Unterlagen gründlich und gewissenhaft geprüft. Ich habe nicht nur die Unschuld von George Edalie bewiesen. Ich habe auch den wahren Täter ermittelt, Ephraim Jones. Gegen einen Ephraim Jones liegt kein Verfahren vor. Weder wegen Tierschänderei noch wegen Abfassung anonymer Briefe. Unter den Unterlagen befindet sich ein Schriftsachverständigengutachten. Darf ich annehmen, dass die Kommission sich die Mühe gespart hat, dieses Gutachten zu lesen? Sie ist nicht zum gleichen Ergebnis gekommen, nehme ich an. Exzellenz, würden Sie unterstellen, dass George Edalie geistig nicht normal ist? Nein, dafür gibt es keine Anzeichen. Dann behaupten Sie also, dass George Edalie mir, der ich für ihn eingetreten bin, 7 anonyme Briefe schreibt, in denen er mir einen gewaltsamen Tod androht? Ich kann Sie nur auf den Bericht der Untersuchungskommission verweisen, Sir Arthur. Hier steht... Die der Kommission vorgelegten Briefe liefern lediglich einen entfernten Anhaltspunkt, ob Edalie zu Recht verurteilt wurde oder nicht. Entfernter Anhaltspunkt? Das ist doch Geschwafel, Exzellenz. Bedauere, Sir Arthur, wir werden die Entscheidung als endgültig betrachten müssen. Willkommen zu Hause. Ja. Na nun, Mr. Edalie. Ich bin gekommen, um mich bei Ihnen zu bedanken, Sir Arthur. Mein lieber Edalie, es gibt nichts zu danken. Tja, es tut mir leid. Ich habe nichts für Sie erreichen können. Ich bin abgeblitzt. Sie haben alles für mich erreicht. Die Leute sind wie verwandelt, alle sind nett und freundlich zu mir. Ich bin nicht mehr der Ausgestoßene. Zur gleichen Stunde, als der Kommissionsbericht veröffentlicht wurde, hat die Anwaltskammer ihn wieder aufgenommen. Sie wissen vom Spendenaufruf des Daily Telegraph? Ja, das weiß ich. Bis jetzt sind mehr als 300 Pfund eingegangen. Doppelt so viel, als ich zur Einrichtung meiner Praxis brauche. Und die ersten Klienten haben sich auch schon angemeldet. Und die Zeitungen feiern Sie als Meisterdetektiv. Auf Sherlock Holmes. Mir würde es nie in den Sinn kommen, einen Roman so zu beschließen, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Einem Schriftsteller, der sowas erfindet, dem würde man einfach nicht glauben. Aber so ist das Leben. Jetzt sind Sie aber eigensinnig, Sir Arthur. Sie haben doch erreicht, was Sie erreichen konnten. Mein lieber Yelverton, bei unserem ersten Zusammentreffen, da sagten Sie mir, es geht nicht nur um George Edalie, es geht um das Prinzip der Gerechtigkeit. Und hier, fürchte ich, liegt noch ein gutes Stück Arbeit vor uns. Ja, es war nicht Conan Doyles Art, eine Arbeit unvollendet zu lassen. Er hat weitergekämpft. Und? Hat er Erfolg gehabt? Aber ja, aufgrund seiner Bemühungen wurde endlich ein Berufungsgericht eingeführt. The Court of Criminal Appeal. Das war 1907, ein paar Monate nach der Edalie-Affäre. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte dort im Laufe der Jahre ihre Unschuld nachweisen konnten, wie vielen der Gang zum Galgen erspart geblieben ist. Jedenfalls hat Conan Doyle auf diese Weise mehr Unschuldigen zu ihrem Recht verholfen, als Sherlock Holmes je Fälle gelöst hat. Und die Frage, wer Sherlock Holmes wirklich war, ist damit wohl auch beantwortet.